Hallo zusammen, willkommen bei Out in the Wild. Wir sind bei uns hier im Hauswald unterwegs. Ich bin auf der Suche nach einem Lagerplatz. Also quasi wir sind auf der Suche nach einem Lagerplatz. Jasmin wird sich nachher, wir werden uns nachher aufteilen. Jasmin wird ein paar Pilze suchen. Ja, das werde ich filmen. Ich nehme die Kamera dann. Und ich werde gucken, was ich so an Lager bauen hinkriege. Ich will mir irgendwie so eine kleine Erdhütte bauen oder mal gucken. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen im Wald rumlaufen. Das ist relativ langweilig. Aber Jasmin wird euch ein bisschen was über Pilze erzählen. Die kennt sich da ganz gut aus. Ja, halt aus der Kindheit. Ja. Ich weiß, was man essen kann. Danke. Wir sind hier gerade an einem ganz coolen Platz, hier in diesem sehr hohen Jägerstand. Das ist nice. Ja, genau, wir laufen jetzt los, haben ein bisschen Ausrüstung dabei, nichts Großartiges. Ja. Dann wünschen wir euch viel Spaß mit dem Video. Und ja, auch mir viel Spaß. Ich bin da immer schon dabei, zu gucken, ob ich Pilze finde. Und bis später. Wächst hier. Sieht aus wie ein Alienpilz. Ja. Fass mal an. Nee, wenn er giftig ist, dann fasse ich ihn an. Oder? Nee, ich meine nicht anfassen mit dem. Da hinten. So ein Viech, guck mal. Vielleicht weiß das ja jemand bei YouTube, wenn er das sieht. Guck da rein. Wie so eine Katzenzunge hinten drauf. So Katzenzungen, Noppen. Da ist auch einer. Hier haben wir jetzt gefressen. Irgendwas. Hier, da ist auch einer. Was hat das für Pilz? Das könnten, entweder Aufsteinpilze, die schon größer sind, oder Maronen sein, aber ich weiß es nicht, wie die unten so weiß sind. Die schaue ich daheim nach. Eventuell ein Fuchs drauf. Kann man nicht essen? Nee, die soll man nicht essen, weil hier ja Pilze rumlaufen und Pilze haben Würmer und wenn die da drauf pinkeln, dann kannst du die aufnehmen. Oh. Und der Schwarzkopf da daneben? Du hast einen gefunden. Du bist ja toll. Ja, also ein können wir wieder schön sehen. Die dunkle Kappe, der weiße Schwamm. Schön. Das ist bitter leckere Pilzsoße. Ja. Hat wahrscheinlich schon ein ganzes Pilzgericht. Ja. Ich werde so zerstochen gerade. Aber genau noch kurz. Ich bin leider nur so kurzsichtig, das heißt. Wenn die hier so ein bisschen angefressen sind, ich weiß nicht, ob man das sieht, man schneidet das dann ab. Das ist halt von so Schnecken und so. Man muss die später komplett ausschneiden, weil man kann da nicht alles von essen. Ich freue mich auf jeden Fall auf nachher lecker essen. Gut, dann bin ich jetzt wieder jagen und sammeln, beziehungsweise nur sammeln. Und in Ritschko da hinten das Lager baut. Ich kann jetzt gerade nicht helfen, weil er dreht. Und ja, ich gehe gern Pilze sammeln. Was cool ist. Okay. Man braucht aber auch sehr viel Geduld für. Passt. Ich werde jetzt mal ein bisschen durch den Wald gehen. Vielleicht kann man das ja dann im Zeitraffer machen. Hier ist einer, der ist aber ein bisschen angefressen. Aber den nehme ich trotzdem mit, weil das kann man wegschneiden. So. Ich
kann auch schon sehen, ich habe die Tüte hier so festgebunden. Und ich habe dieses Camp Buddy dabei. Gut. Auch ein bisschen angefressen, ist nicht schlimm. Das kann man dann wegschneiden. Beziehungsweise kann das jetzt schon wegschneiden, einfach hier so drumherum. Und dann hat man hier den schönen Schwamm und das Fleisch, das man essen kann. Und wenn man hier reindrückt, dann wird das nach einer Zeit, färbt sich das dann blau hier. Da kann man dann dran erkennen, also man sieht schon, es wird schon ein bisschen dunkler. Das dauert dann. Dann wird es so bläulich. Und daran kann man erkennen, dass es der richtige Pilz ist. Hier ist auch einer. Und der ist richtig riesig. Ah, der ist auch schon ziemlich angefressen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den abschneiden soll. Ja, den kann man noch nehmen. Dann lasse ich den stehen. Also hier kann man schneiden ihn ab und nehme ihn mit. Hier kann man es mal sehen. Also hier, das wird richtig schön blau. Und später, man schneidet das dann alles weg, weil wir wollen auch nicht den Schwamm essen. Also der wird dann richtig schön ausgeschnitten. Nur gucken, dass man die Schnecken entfernt wird, deswegen nicht mitnehmen. Nicht, dass die mit anderen Pilze anfressen. So. Kann man dann auch schon mal hier was wegschneiden. Oh nein, der ist schon total zerfressen innen. Wie viel davon noch zu gebrauchen ist. Also den Stiel kann man wegtun, der ist komplett durch. Das kann man hier sehen, das ist komplett zernagt, das Ding. Schade. Ist aber nicht schlimm, das kann man den hier liegen lassen, dann können die Viecher den fressen. Aber im Prinzip kann man jetzt hier diese schöne blaue Färbung sehen. So, ich nochmal hier. Die schöne blaue Färbung. Das schneide ich hier mal den Schwamm ab, weil den Schwamm isst man sowieso nicht mit, um zu gucken, wie viel man davon noch wirklich essen kann. So. Ja, das geht schon. Dann wird halt dann hier schon noch ein bisschen. Ah. Okay, da kann man sehen, der ist total zernagt innen. Schade. Der wäre echt schön gewesen sonst. Also groß, weil man findet aber selten wirklich große Pilze, die noch nichts haben. Aber kann ich nichts mit anfangen. Okay, dann lege ich jetzt hier hin. Dann kann der noch, von den Waldtieren gefressen werden. Und wichtig immer, die Wurzel nicht mit abschneiden. Jetzt wächst da nichts mehr. Gut. Hier ist auch ein Pilz, da kann man deutlich sehen an dem, was hier so dran ist. Diese Pocken da, dass der giftig ist. Weil das haben Giftpilze. Oh. Ich stolper gleich über den nächsten. Man sagt immer, die wachsen ganz nah beieinander. Was auch stimmt. Und wieder das wegschneiden. Dann habe ich später weniger Arbeit und in den Sack. So. Entschuldigung, dass ich so wachse. Ich habe keine Hand frei.
Okay. Dann haben wir noch ein Pilz und können wir weitergehen. Roter Fuß. Hier. Ein Rotfuß. Und hier haben wir einen. So. Ich nehme das hier. So wichtig, oberhalb der Wurzel abschneiden und nicht zu tief. Kann man hier deutlich sehen. Wir haben den schönen Schwamm hier und den weißen Stiel und die schöne braune Kappe. Genau, das tun wir jetzt in den Beutel. So, ich bin jetzt auch mal auf der Suche nach ein paar Pilzen. Ich habe schon sehr viele Maronen gefunden. Einen Lagerplatz habe ich auch gefunden. Den haben wir jetzt aber wieder verlassen. Den habe ich schon mal ein bisschen vorbereitet fürs nächste Mal, weil es ist schon ein bisschen spät. Da machen wir auch noch mal ein schönes Video. Ein Permanentlager bauen. Den Platz haben wir schon mal. Aber was genau da kommt, das bleibt noch ein kleines Geheimnis. Das kommt dann in den nächsten Wochen. Bis zum Herbst sollten wir auf jeden Fall da noch was haben. Jetzt suchen wir erstmal Pilze. Hier finden wir, also ich kenne mich mit Pilzen überhaupt nicht aus, jetzt nehme ich schon. Ich habe mich jetzt in dieses Waldstück geschickt. Und ich soll den ganzen Moosboden absuchen. Und Maronen finden. Vielleicht haben wir Glück. Und finden was. Heute sind viele Pilzsammler unterwegs. Haben schon viele Leute getroffen. Oh, was ist das? Sieht aus wie eine Blume, ist aber auch ein Pilz. Ich bin aber sehr schlecht im Finden von Dingen, die am Boden liegen. Ich bin so groß und ich bin auch noch kurzsichtig. Das müsste irgendwo da sein. Ja, da ist sie. Oh, ich habe einen Schuppen. Sorry. So viele Viecher gestochen. Weiter geht die Suche. Wir sind immer nah nebeneinander. Also, wenn man einen gefunden hat, soll man in der Nähe gleich nochmal gucken, weil die wachsen immer nicht weit auseinander. Hier ist auch ein bisschen. Oh, der ist richtig schön. So schauen die schön aus. Also das ist ein richtig, wie aus dem Bilderbuch. Tja, Mitte August und wir haben echt gute Pilze. Wir haben letztes Jahr im November, wir haben einen gefunden. Und der ist dann in dem Beutel immer so allein noch hin und her gebaumelt, dass er dann am Ende kaputt war. Ja, den habe ich auch gesehen. So, zu Hause angekommen, das ist unsere Ausbeute. So, Maronenröhrlinge und Steinpilze. Jasmin macht jetzt gerade sauber. Ja, und dann gibt es ein leckeres Gericht. Hier sind schon mal Spätzle am Kochen. Echt viele, das wird echt lecker. Mhm.
Sozusagen, jetzt wird schon so ein hervorragendes Gericht gekocht. Damit endet unser Video auch. Aber wir lassen uns das jetzt schmecken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wenn es euch gefallen hat, lasst euch doch ein Like da. Sag mal Like, lasst ein Abo da oder einen Daumen hoch oder was auch immer. Ihr gerne. Ja. Prost. Zum Wohl.